in STEM. Anton. Oleg. Anton. Zeige gelesen im Internet, dass eine Band einen Gitarristen sucht, dann habe ich ihn angeschrieben. Wir haben uns auf Deutsch unterhalten, wir wussten nicht, dass wir beide Russisch können. Und dann bin ich reingekommen und das sind alle Russen. Ja, genau. Ich glaube, dass jeder Mensch, der bringt irgendwas Seines rein, also nicht vom irgendwelches da Nationalität oder was auch immer. Von etwas, was in ihm drinsteckt. Genau. Das hängt nicht davon ab, ob man aus Russland kommt oder aus Deutschland. Also letzte Zeit gehe ich auf Metal-Konzerte fast gar nicht, weil ich dafür einfach keine Zeit habe und mir reicht dann so unser Konzert und unsere Proben. Also ich würde mal jetzt zum Beispiel auf irgendein Jazz-Konzert gehen, wo ich einfach Musik hören kann und... Metal ist auch Musik. Genau. Jeder Bandmitglied hört irgendwas anderes und da kann man die Musik mehr reinzubringen. Ja, genau. Jeder bringt etwas mit rein. Also wir spielen übermorgen in der Luise. Wir haben die Bands eingeladen, wir haben selber alles organisiert. Und das ist schon was Besonderes für uns diesmal. Es wird geil. Ja. Sind wir dran, wir treten heute auf und jetzt tritt eine Band aus Nürnberg, aus München auf und... Das ist geil! Jetzt muss ich noch meine Gitarre finden. Das dauert, dauert und dauert und dauert! Okay, wir fangen an. Seid ihr bereit? Shake my friends! Die nächste Sendung ist übrigens am 16. April auf Franken TV natürlich. Bis dann!